Antenne Vorarlberg. Servus, ich bin Vorarlberg-Reporterin Bettina Häberlin und ein tragisches Schicksal hat den Franz aus Bludenz ereilt. Er hat sich heute Morgen bei uns gemeldet, nämlich hat er sein Handy im Zug liegen gelassen und auf dem Handy waren die gesamten Fotos seiner verstorbenen Tochter. Ich bin jetzt hier im ÖBB-Fundbüro in Bregenz. Hier sollte eigentlich das Handy abgegeben worden sein. Hubert Ladner, du bist der Leiter hier beim ÖBB-Fundbüro in Bregenz. Habt ihr ein solches schwarzes Samsung Galaxy A3 denn gefunden? Können wir mal nachschauen gehen? Wir können nachschauen gehen. Bis jetzt ist es noch nicht eingetroffen, leider. Wir haben Funkgegenstände, also Handys da, aber leider dieses ist nicht eingetroffen. Da haben wir zum Beispiel Handys. Da haben wir Handys, wo aufgenommen sind von uns. Wir haben den PIN-Code, wir haben alle Daten, also wir warten, dass es hereinkommt. Und wir würden uns natürlich sofort bei ihm melden. Aber die Situation ist leider so, dass wir das noch nicht haben. Werden denn häufig Handys abgegeben? Ja, es werden sehr häufig Handys verloren oder vergessen im Zug und abgegeben. Und was wird denn sonst so häufig abgegeben? Ich sehe, da sind haufenweise Sachen. Da Schirme. Jacken, Vasen, alles, was man sich vorstellen kann, Rucksäcke. Wie lange haltet ihr die Sachen auf? Ja, aus gesetzlichen Gründen behalten wir sie 14 Tage. Nach 2 Wochen müssen wir sie im städtischen Fundbüro abgeben, also werden sie dort noch gelagert. Also die Sachen sind nicht verloren und wir hoffen auch, dass das Handy von Franz aus Bludenz auftaucht. Also nochmal der Aufruf, liebe Antenne Vorarlberg-Hörer, wenn Sie ein schwarzes Samsung Galaxy A3 finden, bitte melden Sie sich bei uns. Der Franz freut sich, die Fotos seiner Tochter wiederzusehen. Antenne Vorarlberg!